Sendbote hier. War er bei euch? Nein. Nur der reiche Mann, der uns bezahlt hat. Falls er noch lebt. Der reiche Mann? Der reiche Mann, hallo? Hallo, reicher Macher. Seid auf der Hut. Ach, das sind noch mehr von den Fuzis. Was wird mal hier nicht bei der Rumgeschosse hier? Ich glaube, es geht los. So, kann ich jetzt mal gucken hier. Da ist aber nix. Da gibt's gar nix. Hm. Da kann man nichts plündern und nichts machen und nichts tun und. Was ist denn das da hin? Hallo? Großartig! Ihr bringt nur noch mehr Ärger, Templer. Vielen Dank auch. Und jetzt verzieht euch! Ihr solltet demütiger sein. Der Herr hat euch Hilfe in der Stunde der Not geschickt. Ja. Wenn es keine Templer auf der Insel gäbe, würden die Banditen gar nicht herkommen. Wenn es keine Templer gäbe, würden die Banditen trotzdem irgendwann zu euch kommen. Wer sollte dann euer Leben retten? Ja, gell? Kalda. Oh, kann die Truhe aufmachen. Sehr schön. Ihr habt in Teilen einen Ausstand gefunden. Ihr könnt einen vollständigen Ausstand zusammenstellen, indem ihr alle Teile davon sammelt. Im Ausstattungsbildschirm könnt ihr eine zusammengestellte Ausstattung ausrüsten oder euch ansehen, welche Teile ihr bereits gesammelt habt. Schwert des Henkers. Waffenteile gefunden. Schwert des Henkers. Ihr habt das Waffenteil Schwert des Henkers gefunden. Waffe vollständig, ihr könnt sie im Ausstattungsbildschirm ausrüsten. Oh, Schwert des Henkers. Hört sich gut an. Das machen wir jetzt gleich, aber wir werden da in die nächste... Wo ist mein Kollege da? In der nächsten Folge werden wir das machen. Wir werden jetzt gleich einen kleinen Break machen. Und dann werden wir weiter auf der Suche sein. Sendbote. Von dem Anwesen auf der Hügelkuppe führte noch eine weitere Straße ab. Dann sollten wir ihr folgen. Ja, und müssen mal gucken, dass wir ihn noch erwischen, bevor er abgeschlachtet wird. Oder getötet wird vielmehr. Da sind wir jetzt mal hinterher. Das alles per Fuß machen. Das ist so mühsam. Wir tun schon die Latschen weh. Aber wir schaffen das schon noch. Mir gelacht. Oh, da brennt's. Das Haus dort brennt. Ach. Jemand könnte eingeschlossen sein. Wir müssen nachsehen. Ich darf verbrennen keinen französischen Sendboten. Ein Ablenkungsmanöver. Wir sollten weitergehen. Nein, wir gucken jetzt mal nach dem Haus. Ein brennendes Haus. Muss ich nur gucken. Was ist denn da langlatschen hier? Das ist ganz schön heiß. Mann, das ist heiß. Alter! Hat jemand eine Pizza und ein paar Würstchen dabei? Oh! Das hat aber wehgetan. War nicht so gut. Das war nicht so toll. So, komm. Kaputt die Tür. Raus mit euch. Ja, Leben gerettet. Hab Dank, Herr. Aber ja, bitteschön. Was ist geschehen? Sie waren bis an die Zähne bewaffnet. Haben uns hineingetrieben. Abgesperrt. Und dann unser Haus in Brand gesteckt. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben kein Zuhause mehr. Könnt ihr eine Münze entbehren, Herr? Wir sind Mönche und haben Armut geschworen. Kein Gold. Betet dafür, dass der Orden nach Zypern kommt. Das bricht der Arbeit und große Mengen Nahrung. Seid bedankt, Herr. Wir werden für eure Ankunft beten. Ja, gern geschehen. Kann ich jetzt hier wieder rum? Ja, das ist doch cool. Kann ich hier hinten nochmal. Ja, das hätte ich auch gleich machen können. Ich bin so doof. Ich bin so blöd. Alter, ein kleiner Umweg. Na dann. So, also wir mal weiter diesem Pfeil folgen hier. Da haben wir doch schon hier was. Wo sind wir denn hier gelandet? Kann ich mich auch hier mal gucken? Ist da noch so eine Tafel, oder? Yeah. Finde drei historische Tafeln, siehst du? Das war ja ein bisschen. So. Hauptziel. Das ist auch, ich kann nicht über die Steine laufen. Das ist so ein bisschen blöd gemacht. So eine imaginäre Mauer. Brauch ich nicht wirklich. Aber na gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt wollen wir uns erstmal heilen hier. Und da vielleicht macht das ja mein Kumpel auch mal. Ja, der macht das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum macht denn der das nicht? Aber... Ach, er kann nicht, weil ich es gemacht habe. Ah, es ist nur einmal verfügbar. Jetzt habe ich es gerafft. Das ist ja doof.
Mal sehen, wie hart ihr wirklich seid. Ja, härter als du denkst, mein Freund. Lass mal die hier abräumen. Yeah, und drauf und dann noch so einer hier und ein Tschüss und 1 und 25. Joa. Ich hab euch alle blatt gemacht. So. Gehen wir erstmal dahin. Dann jetzt könnt ihr erstmal meinen Kumpel sich mal heilen. Ey, das ist doch so blöd. Jetzt muss ich den Charakter wechseln, damit der sich heilt. Hier, Kellerwisch da. So, wo muss ich hin? Weiter. Weiter geht's. Das erinnert mich so ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Der Orden hat mich auf die Spur der Schlechter gesetzt. Sie waren wie eine Seuche. Selbst die muslimischen Adligen haben mich unterstützt. Ich habe einige der Banditen getötet. Die Anführer konnten entkommen. Diesmal entkommen sie uns nicht. Danke, ich wollte eigentlich auch gerade was sagen. Also so ein bisschen. Assassin's Creed 1, das sind wir doch auch. Ist das dann auch so mit Templer und so Geschichten? Ich meine doch, oder? Haben da auch so ein rotes Kreuz dann immer so. So ein bisschen, glaube ich, ist das auch in der Zeit. Angriff! Ja, und Rufier. Ja, diese Bogenschützen sind ätzend. Hehe, abgefangen. Boah, ein Schnitt und durch. Ja, so geht das. So geht das. Sag mal, man kann hier nichts aufsammeln oder so. Das ist echt doof. Gibt's keine Kisten. Ich kann nichts sammeln. Lass nichts fallen. Ach, ich habe ja so ein komisches. Ich muss mal gucken, ich habe doch so ein Schwert bekommen. Ausstattung. Waffe. Hab ich nicht irgend so ein komisches Schild bekommen? Eigentlich schon, oder? Woher weiß ich, was besser ist? Also der Roland, das ist mein Begleiter, der hat dieses Schwert des Henkers bekommen. Ich aber nicht. Hat er jetzt das Schwert des Henkers? Wie sieht das denn aus? Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Da, weiter geht's im Text. Also, wie gesagt, Assassin's Creed, oh, das sieht auch schon schön aus hier mit dem Wasser. Ja, hier kommen dann die schon wieder her. Und weg. Und tschüss. Und hast du nicht gesehen? Aha, das ist Essen und Dings. So. Eure Reise endet hier, Templer. Das glaube ich nicht. Manche Gegner beherrschen spezielle, besondere, verheerende Angriffe. Das Symbol der gekreuzten Äxte, sage ich mal, über einem Gegner seit an, wann er einen Spezialangriff ausführt. Achtet auf dieses Symbol und versucht, den Spezialangriff eurer Gegner zu blocken oder ihm auszuweichen. Machen wir. Jetzt muss ich aber erstmal mich um meinen Kollegen hier kümmern. Nämlich da hinten wieder der Bogenschütze. Der macht so viel Schaden, das ist ja nicht normal. Profile, Bub. Da kommen noch mehr meiner Leute. Sterbt, Templer!
Lass doch ganz schnell drauf hier. Ey. Jetzt aber eben 1 und 2 und 5 und jetzt habe ich aber die Faxen dicke hier. Hey, ihr! Hier drüben! Öffnet die Tür! Wo denn? Hallo? Ich komme gleich, öffne die Tür, ich muss nur mal schnell da. Ich muss mal was essen gehen. Ey, ist alles weg? Hä? Nee, ist da. Oh, ich hab schon gedacht. Ich esse was, du trinkst was, okay? Dann nicht. So. Kann ich denn jetzt hier irgendwie so was plündern? Gibt's denn da so? Ja. Gut, dann mach ich jetzt die Tür auf. Blub. Eine Frau? Es war höchste Zeit, dass ihr auftauchtet. Ja. Seid ihr wohl auf, Herrin? Weitaus mehr als die Totenschlechter, so viel steht fest. Ich bin überrascht. Der König schickt uns eine Frau und die Schlechter nehmen sie gefangen. Ach, das ist der Sendbote. Oh, sie waren so freundlich, mich auf meinen Wunsch hin gefangen zu nehmen. Wollt ihr damit sagen, das war alles Absicht? Ich war in Outremer, die Sarazenen waren nur wenige Minuten entfernt und die Schlechter hatten ein Schiff. Gewagter Schachzug. Gefällt mir. Ich habe ihnen gesagt, sie bekämen ein gutes Lösegeld für mich. Den Rest habt ihr erledigt, ihr Ritter in strahlender Rüstung. Lady Isabelle, Herzogin von Valois. Sehr erfreut. Welche Neuigkeit ist derlei Mühen wert? Eine Armee der Sarazenen hat das Anwesen der Ibelins eingenommen. Hm? Guido von Ibelin? Tot. Er hat seine Heimstadt verteidigt, als hätte sie irgendeinen Wert. Und ihr wart zufällig in der Gegend. Ich brachte Nachricht von seiner Tochter Marie. Sie wird von der dominikanischen Inquisition festgehalten. Die Tochter eines großen Templers? Ja, sie wurde sogar wegen Ketzerei und Hexerei angeklagt. Wo ist sie? Ah, genau die richtige Frage. In der abgeschiedenen Abtei Saint-Jacques. Es heißt, in den Wäldern der Gegend würde eine Bestie lauern. Ein Fluch, den ohne Zweifel sie ausgesprochen hat. Die Inquisition hat die Abtei geschlossen. Das sind wahrhaft beunruhigende Nachrichten. Und bedeutender, als ihr euch vorstellt, fürchte ich. Bringt mich bitte zu eurem Großmeister. Kein Problem. Machen wir doch. Von Ibelin ist tot. Möglicherweise entgleitet uns das Geheimnis von Ascalon. Wir müssen mit seiner Tochter Marie sprechen. Sie kann vielleicht helfen. Das bedeutet, wir müssen in diese Abtei eindringen. Völlig richtig. Wir müssen Zypern umgehend verlassen. Wir sollten mit dem Großmeister sprechen und eine ganze Einheit Ritter mitnehmen. Nein, der Orden wird nicht darin verwickelt. Templer dürfen die Kirche nicht angreifen. Wir machen das selbst. Gut, dann müssen wir auch nicht auf eine Feier zum Abschied warten. Wir zogen los, die Abtei Saint-Jacques zu suchen, die weit in den nebligen Tiefen eines uralten Waldes vor dem Rest der Welt verborgen liegt. Unterwegs hörten wir geflüsterte Gerüchte über Hinrichtungen, Ketzerei und eine mordlustige Bestie. Na nett. Eine mordlustige Bestie, ich hab ja sonst nichts zu tun. Wie nett. Die Inquisition ist hier, wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen den Orden durch unser Handeln nicht gefährden. Das werden wir nicht. Wir töten diese Bestie und betreten die Abtei als Helden. Eine Bestie töten? So einfach ist es nie. Nee, so einfach wird es nicht sein. So. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Habe ich gerade vergessen. Wir machen hier einen Break. Aufnahmepause. Tja, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Bestie platt kriegen. Und dass wir diese Tochter finden. Sonst wird es nämlich nichts mit unserem Kral. Dann hat sich's ausgekrallt. Aber mal gucken, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Ich bin mal gespannt. Das ist im Moment noch ein bisschen einfach. Weil so ein paar Luschis da umzuhauen, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Aber mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen, wie das Spiel ist. Wir sind hier im Wald und müssen irgendeine Bestie umhauen. Und hier, gucken wir mal.